Ganz herzlich willkommen zu einer kleinen Übersicht über das Past Perfect, das englische Plusquamperfekt. Und das Past Perfect ist sehr, sehr leicht zu erlernen, zu behandeln, weil ihr kennt eigentlich alle Regeln, wir gehen die noch einmal durch. Aber im Endeffekt ist das genau dasselbe wie das Present Perfect, nur dass wir jedes has und jedes have durch ein had ersetzen. Ansonsten sind die Regeln, was das angeht, was auch die Fragen für die Verneinung angeht, wirklich exakt gleich wie im Present Perfect. Das Past Perfect wird dann verwendet, wenn wir uns eh schon in der Vergangenheit befinden und dann noch halt über einen Zeitpunkt reden wollen, der noch weiter in der Vergangenheit zurückliegt. Das heißt, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, gestern ging es mir schlecht, also wir sind schon in der Vergangenheit, weil ich vorgestern zu viel Cola getrunken hatte. Ja, also da brauchen wir dieses hatte. Gestern ging es mir schlecht, da sind wir in der Vergangenheit, weil ich vorher zu viel Cola getrunken hatte. Da sind wir im Plusquamperfekt. Und das wird durch dieses had hier im Englischen halt hervorgerufen. Genau, also wir benutzen had plus die dritte Form des Verbs. Vorher war es have oder has plus die dritte Form des Verbs. Da wird, when you came over yesterday, I had overslept. Als du gestern vorbeikamst, hatte ich verschlafen. Bei Fragen machen wir das dann halt wieder mit dem had, Subjekt, dritte Form des Verbs. Had you overslept? Und genauso wie bei Present Perfect, wenn wir hier noch eine Verneinung reinhauen wollen, dann müssen wir das wieder hinter das You machen. Und ansonsten die Verneinung in den ganz normalen Sätzen haben wir dann halt had, not und dann die dritte Form des Verbs. I had not overslept. Genau, das ist wirklich exakt genauso wie beim Present Perfect, deswegen sind wir an dieser Stelle auch schon fertig. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich denke, damit werdet ihr wirklich gar keine Probleme haben.